In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr es einen Monat nach diesem verheerenden Hochwasser, dieser Flutwelle im Ahrtal wirklich aussieht. Wir sind auf unserer Fahrt aufwärts unterwegs und sind gerade in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestartet und machen uns auf dem Weg Richtung Walpurgisheim. Gerade weil nur ein Monat nach dieser Katastrophe für die deutschen Medien eigentlich alles andere wichtiger ist als das Wohl dieser Menschen, dieser Gegend hier, möchten wir einmal zeigen, wie es wirklich aussieht und euch auch aufzeigen, wie ihr hier tatkräftig unterstützen könnt. Wenn ihr also, nachdem ihr diese Bilder hier seht, auf die Idee kommt, dass ihr gerne helfen möchtet, dann gibt es hierfür Koordinierungsstellen und die verlinken wir euch einmal in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Wir haben dort drei Helferstellen aufgeführt, zwei, die hier im Ahrtal koordinieren und eine speziell, wenn ihr auf Weinbergen bei den Winzern helfen möchtet. Auch wenn es hier aussieht, als wäre es doch alles überwiegend in Ordnung, eine Stadt mit so viel Dixi-Klos, so viel Öltanks, Wassertanks etc. auf der Straße, so viel Schutt auf der Straße, einen Monat nach einer Katastrophe, da kann nicht alles in Ordnung sein. Und lasst es euch schon mal vorweg sagen, ich möchte auch nicht viel spoilern, es gibt noch Orte, die hat es weitaus schlimmer getroffen. Hier zumindest macht es den Anschein, stehen die Häuser noch, in anderen Orten sind sie einfach weg. Wir werden in diesem Video beide Seiten der A befahren, alles hier rund um Walpurgisheim und werden euch zeigen auch gleich, wie es direkt an der A aussieht. Und das macht dann auch schon einen ganz, ganz anderen Eindruck, denn hier fehlt es naturgemäß auch dann an Brücken. Die sind einfach weg. Anhand dieser Aufnahmen könnt ihr sehen, wir haben Freitagabend und es ist bereits fast Sonnenuntergang. Es sind hier noch sehr viele Bewohner und auch Einsatzkräfte bei der Arbeit und es ist noch alles weit, weit weg von der Normalität. Nun aus Walpurgisheim auch wieder rausfahren Richtung Bunte Kuh Naturdenkmal und Marienthal, also aufwärts, zeigen wir euch gleich Bilder, wie es auf der anderen A-Seite unterdessen aussieht.
Hier nun ein paar Eindrücke der anderen Seite der A, also in Flussrichtung die rechte A-Seite. Und man sieht hier ganz deutlich, dass hier schon ziemlich viel weg ist. Hier rechts vor uns war einmal eine Brücke beispielsweise. Und wir dachten eigentlich auch, wir waren optimistisch, dass wir hier rüberfahren können. Aber dem war nicht so. So haben wir gedreht und so sind diese Aufnahmen hier entstanden aus diesem Flussbett, was total in also im Schutt liegt. Und ja, es zeigt auch ganz deutlich, welche Gewalt, das seht ihr hier an den Aufnahmen, hier wirklich waren, als diese riesige Flutwelle, dieses Hochwasser durch den Ort Walpurzheim geflossen oder geschossen ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und, wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.